und darf jetzt der Oppositionsführerin, der Kollegin Faeser, der Vorsitzenden der SPD-Fraktion, das Wort erteilen. 20 Minuten plus 7. Frau Kollegin, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank für das Anwachsen der Redezeit. Meine Damen und Herren, wir befinden uns nun seit einem Jahr im Ausnahmezustand. Was als kleine Meldung aus Wuhan begann, weitete sich in Windeseile aus zu einer weltweiten Pandemie. Einer Pandemie, die uns nun seit einem Jahr eine neue Normalität aufzwingt, eine Normalität, die sich noch immer alles andere als normal anfühlt. Und noch immer geht es darum, zu vermeiden, dass die Intensivstationen, und ich sage, erneut überlastet werden. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben in Ihren Ausführungen jetzt sehr viel dafür getan, uns zu sagen, warum wir nicht kritisieren sollen. Doch, Sie haben an unsere Verantwortung appelliert und warum man dies oder jenes hier nicht sagen sollte. Sie tragen in diesem Bundesland die Verantwortung, Herr Ministerpräsident. Und darum geht es heute hier. Und wenn Sie von der Freude reden, dass die Intensivstationen nicht überlastet werden, dann glaube ich, dass das Personal, was natürlich überlastet war, und zwar über die Maße überlastet war, sehr verärgert wäre, wenn Sie heute Ihre Rede hier gehört hätten, Herr Ministerpräsident. Und natürlich, und das teile ich ja mit Ihnen, wir leben Gott sei Dank in einer Bundesrepublik und auch in einem Bundesland, wo das Gesundheitssystem so gut aufgestellt ist, dass wir in der Lage sind, wenn Stationen überlastet sind, andere zur Hilfe zu ziehen. Aber diese Hilfe gab es selbstverständlich. Es gab geschlossene Stationen, um die Intensivstationen zu entlasten, weil sie überlastet waren, meine Damen und Herren. Und das gehört natürlich in der Pandemie zur Wahrheit dazu. Und da würde ich nicht von Freude reden, meine Damen und Herren. Und es geht dieser Tage darum, Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen noch immer zu schützen. Und ich persönlich bin sehr stolz darauf, was die Menschen in diesem Land geschafft haben in den 12 Monaten. Und ich finde, das verdient nach einem Jahr einer großen Anerkennung und Dank aus diesem Hause, meine Damen und Herren. Zwölf Monate toller Leistung im Gesundheitssystem, in den Schulen, in den Kindertagesstätten, an den Kassen, in den Supermärkten, in den Drogerien. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Das ist gelebte Solidarität in unserem Bundesland, meine Damen und Herren. Leider gehen die aktuellen Inzidenzzahlen wieder nach oben. Wir liegen heute in Hessen bei einer Inzidenz, 7-Tage-Inzidenz von 89,1%. Tendenz steigend. Eigentlich bedeutet das, dass wir vorsichtiger sein müssen. Aber, und das teile ich durchaus in Ihrer Eingangseinschätzung, man kann natürlich diejenigen inzwischen verstehen, die sich nach Monaten strenger Disziplin im Lockdown etwas mehr Normalität wünschen. Ich glaube, das tun wir hier alle miteinander. Das ist aber ein Widerspruch, der schwer aufzulösen ist. Denn eins haben wir ja gemeinsam. Jeder von uns wünscht sich ein zügiges Ende der Pandemie und jeder von uns wünscht sich eine schnelle Aufhebung der bestehenden Einschränkungen. Ersteres wird noch einige Zeit dauern, leider. Letzteres könnten wir aber unserer Meinung nach zeitnah wiederherstellen. Dafür bräuchten wir aber eine Strategie, die alle Teilbereiche der Pandemiebekämpfung eng miteinander verzahnt. Aber hier brauchen wir eine echte Strategie, wie wir mit der Pandemie leben können. Und genau daran hat es im vergangenen Jahr in Hessen gefehlt, meine Damen und Herren. Genau daran hat es gefehlt, und ehrlich gesagt hilft da das Eigenlob der Landesregierung wenig weiter. Wenig weiter.
Und, Herr Ministerpräsident, in Ihrer schriftlichen Rede haben Sie durchaus ein bisschen mehr Fehlerkultur drin. Und ich dachte, aha, das ist ein erster Schritt, zu sagen, dass man auch mal Fehler benennt und eingesteht. Sie haben aber heute mit Ihrem, ich sag mal, saloppen Darüberreden sehr wenig gesagt zur Fehlerkultur. Sie haben nämlich nur gesagt, wahrscheinlich wird man im Rückblick nicht alles richtig finden. Meinen Sie nicht, dass es nach einem Jahr auch mal Zeit ist, Fehler von hier vorne einzugestehen? Mal zu sagen, dass die Teststrategie in den alten Pflegeeinrichtungen nicht funktioniert hat? Ich will das hier noch einmal erwähnen, und ich glaube, das gehört auch zum wechselseitigen Verständnis dazu. Wir haben sehr frühzeitig eine Teststrategie für die alten Pflegeeinrichtungen hier eingefordert. Das kann man alles nachlesen. Sehr frühzeitig. Passiert ist aber nichts, sondern Sie stellen sich heute hier hin und sagen, wie sehr Sie sich freuen, dass jetzt die Zahlen in der alten Pflegeeinrichtung derjenigen, die stark betroffen sind, jetzt zurückgehen. Meine Damen und Herren, wir haben fast 3.000 Todesfälle in den alten Pflegeeinrichtungen in Hessen zu verantworten. 3.000 Menschen, 3.000 Familien, die sehr betroffen sind, 3.000 Menschen, die durch mangelnde Teststrategie vielleicht auch ihr Leben verloren haben. Und da gehört es wirklich dazu, es an dieser Stelle mal als Fehler auch zu benennen, meine Damen und Herren. Das wäre das Mindeste heute gewesen. Und Ihr Dreiklang heute der Rede, Vorsicht, Vertrauen, Verantwortung, ist ein typischer PR-Spruch aus der Staatskanzlei. Mehr nicht, meine Damen und Herren. Mehr nicht. Ehrlicher wäre gewesen, Versprechen, Versäumen, Versagen, meine Damen und Herren. Also ich finde, ich sollte das auch erwähnen, was der Ministerpräsident mir hier zuruft, der mir gerade sagt, machen Sie so weiter, das wird die Menschen draußen begeistern. Wissen Sie, Herr Ministerpräsident, Sie haben heute 45 Minuten darauf verwendet, hier zu erklären, warum Sie für all das keine Verantwortung tragen, warum die Bundesregierung verantwortlich ist, nur Sie nicht und Sie nicht anders handeln können, weil der Impfstoff nicht da ist, weil dies nicht ist, weil jenes nicht ist. Sie können einfach nicht anders. Sie sind nie für irgendwas verantwortlich, Herr Ministerpräsident. Sie sind der Ministerpräsident dieses Bundeslandes. Sie allein tragen die Verantwortung. Sie allein. Niemand sonst. Niemand sonst. Und das gehört in eine Rede, ein Jahr Pandemie, ein Stück weit auch dazu, und nicht hier so zu tun, als wäre alle anderen nur was dafür kennen. Niemand sonst, niemand sonst. Und eigentlich sollte man meinen, Herr Bellino, dass man mit einer intelligenten Test- und Impfstruktur mehr Normalität im Alltag darstellen könnten. Wissen Sie, Herr Bellino, wenn Sie so hier rumschreien, dann scheine ich ja einen Punkt getroffen zu haben. Also das Wort hat die Kollegin Faeser. Ich würde doch bitten, die Dialoge einzustellen. Sie können es vielleicht vor der Tür betreiben, aber jetzt hat die Kollegin Faeser das Wort. Und das geht ihr natürlich nicht von der Redezeit ab. Bitte, Frau Kollegin Faeser. Das ist nett, Herr Präsident. Vielen Dank. Der Dreiklang aus Testen, Impfen und Öffnen sollte doch eigentlich zu schaffen sein. Eigentlich. Aber weit gefehlt. Dazu gehört natürlich die Ausweitung der Beschleunigung der Impfkampagne. Aber nun sind wir durch das Zurückstellen von AstraZeneca natürlich weit zurückgeworfen. Und natürlich kann da niemand was für. Das würden wir auch nicht behaupten. Also, das ist ja wirklich absurd. Ich hoffe, dass, und das hoffe ich, dass das ganze Haus das so sieht, dass nach eingehenden Untersuchungen von AstraZeneca und der Zusammenhänge jetzt der Fälle schnell wieder zugelassen wird. Und das ist auch unser Job, dann dafür zu sorgen, dass das Vertrauen in diesen Impfstoff möglichst schnell wiederhergestellt wird. Weiterhin gehört zu einer guten Strategie die Überwachung des Infektionsgeschehens, Stichwort Mutation. Dazu gehört natürlich auch eine digitale Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter. Und da sind wir in der Tat mit Ihnen sehr froh, dass das in kürzester Zeit gelungen ist. Und dazu gehört natürlich auch die flächendeckende Anwendung von Point of Care, den sogenannten Antigen-Schnelltests und von Schnelltests zur Selbstanwendung.
Leider macht sich die Landesregierung in all diesen Punkten nicht ehrlich. Das ist nämlich aus Sicht einer Opposition sehr ärgerlich und verschärft das Problem. Denn nur wer Defizite klar benennt, kann sie auch beheben, meine Damen und Herren. Und deshalb wäre es gut gewesen, da heute sich auch ehrlicher zu machen. Sie haben das ja, wie ich vorhin gesagt habe, etwas mutig übersprungen, da Ihre Einschätzung zur Fehlerkultur. Ich hätte mir da heute etwas mehr gewünscht, vor allen Dingen die Frage, wie man das zukünftig ändert. Wenn wir es nicht schaffen, die Defizite in den einzelnen Teilbereichen schnell zu beheben, dann wird jede Maßnahme nicht zur Lockerung, sondern zu einem weiteren Lockdown führen. Das ist doch völlig klar, meine Damen und Herren. Und dieser Verantwortung muss sich diese Landesregierung auch stellen. Und lassen Sie mich die einzelnen Punkte ansprechen. Impfen. Bundesminister Spahn, und ich denke, das Ressortprinzip gilt noch, Herr Ministerpräsident, ich weiß, dass es in Hessen nicht mehr so ist. Sie haben vieles an sich gezogen, weil Sie offensichtlich der Meinung war, dass es dort besser aufgehoben ist. Er hat Druck gemacht. Ja, das muss man ja mal sagen beim Impfen. Das waren ja nicht wir, die versprochen haben, dass demnächst alle geimpft sind. Wer war das denn? Das war der Bundesgesundheitsminister, und übrigens war das auch die Kanzlerin, die dahinter steht. Also, die haben Sie ja heute völlig vergessen, hier mal zu erwähnen. Aber es war auch die Kanzlerin. Es musste alles ganz schnell sein. Bis Mitte Dezember sollten alle Impfzentren stehen. Es wurde unglaublich Druck gemacht. Es gab einen Einsatzbefehl, den die Landesregierungen auszuführen hatten. Die Bundesregierung hat so viel Druck gemacht, dass alles ganz schnell passiert. Die Kommunen haben in Windeseile das auf die Beine gestellt. Auch dafür mal ein herzliches Dankeschön, was dort geleistet wurde, meine Damen und Herren. Was danach passiert, ist mit Impfchaos noch freundlich umschrieben. Erst hat Spahn vollmundig viel Impfstoff versprochen und angekündigt, bis Sommer sei man durch mit dem Impfen. Heute haben wir gehört, 50% der Hessen würden durch sein. Ich wäre vorsichtig mit diesen Versprechungen. Ich wäre vorsichtig. Warum benennt man denn immer wieder diese Zahlen, wenn wir es nicht wissen, ob wir es bis dahin wirklich schaffen? Dann kam eine schlechte Nachricht nach der nächsten. Der Impfstoff BioNTech steht nur zu sehr geringen Mengen zur Verfügung. Andere Impfstoffe wie AstraZeneca waren nicht in der entsprechenden Masse vorhanden. Jetzt ist er zurückgezogen worden. Und zum Unvermögen von Jens Spahn, das darf man auch nicht vergessen, kam dann das Unvermögen von Peter Beuth dazu. Eine sehr schwierige Kombination, meine Damen und Herren. Das Ergebnis war das verursachte Terminchaos in Hessen. Warum hat man denn nicht auf bestehende Systeme zurückgegriffen? Warum denn nicht? Es gab zwei ganz große bestehende Systeme. Einmal über die Kassenärztliche Vereinigung, nämlich über die Frage, wie U-Untersuchungen organisiert werden für die Kinder in unserem Land. Da gibt es ein bestehendes System. Es gibt ein bestehendes System für die Einladung von Brustkrebs-Screening. Da hätte man darauf zurückgreifen können. Oder auch auf das vorhandene Ticketsystem der großen Konzertveranstalter. Tolles System, was immer funktioniert, wo es keine Überlastung gibt. All das hätte man heranziehen müssen. Aber nein, man meinte, man selber könne es besser. Kann man aber nicht. Das hätte dazu gehört, heute, Herr Ministerpräsident, mal einzugestehen, dass dort Fehler gemacht wurden. Das Ergebnis kennen Sie. Hessen war Schlusslicht beim Impfen. Inzwischen sind wir im Mittelfeld angekommen. Insofern stimmt die Tendenz. Auch die Debatte um die Impfreihenfolge, wer aus welchen Gründen vorgezogen würde, Sie haben es gerade gesagt, die ist Ihnen auch ein Stück weit entglitten. Das muss man ja noch einmal daran erinnern. Er hieß es Lehrerinnen und Lehrer gar nicht, Erzieherinnen und Erzieher nicht, plötzlich doch. Wir finden es ausdrücklich richtig, dass diejenigen, die Tag für Tag mit Kindern arbeiten, hohen Gefahren ausgesetzt werden, auch geimpft werden sollen. Und zwar nicht nur die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrerinnen und Lehrer der Förderschulen und der Grundschulen, sondern auch der weiterführenden Schulen, meine Damen und Herren. Und da appelliere ich noch einmal an Sie, die auch in diese Impfpriorität mit aufzunehmen. Und eine Gruppe, wenn es schon um Impfprioritäten geht und Gruppen, die man nach vorne zieht, wenn wieder genügend Impfstoff da ist, werbe ich dafür, auch eine Gruppe zu nehmen, die immer wieder vergessen wird. Das ist die Gruppe der Verkäuferinnen und Verkäufer, die im Supermarkt und in den Drogerien an den Kassen sitzen müssen, egal wie hoch das Infektionsgeschehen ist und egal wie viele Menschen Tag für Tag kommen. Nehmen Sie die, wenn genügend Impfstoff ist, mit dazu.
Diese Heldinnen und Helden verdienen eben, Herr Ministerpräsident, mehr als nur warme Worte. Sie verdienen unsere Unterstützung. Und ich frage Sie, warum hat denn jetzt die Landesregierung ein Pilotprojekt mit Hausärzten begonnen? Also, ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht mehr. Sie haben es eben ja auch gar nicht mehr erwähnt, sondern Sie haben gesagt, selbstverständlich werden jetzt die Hausarztpraxen mit einbenommen. Warum denn jetzt erst? Ich verstehe ja langsam, warum es diese Regierungserklärungen gibt. Immer zu einer Regierungserklärung verändert sich was durchaus positiv. Herr Ministerpräsident, ich will das durchaus mal sagen. Deswegen ist das Prinzip offensichtlich sehr gut, dass wir in 4 Wochen, oder diesmal dauert es ein bisschen länger, wieder hier eine Regierungserklärung haben, wo wir dann was ändern. Natürlich müssen die regelrecht mit dazugezogen werden, die Hausarztpraxen. Und wir hatten frühzeitig darum gebeten, sie mit einzubeziehen, damit die notwendige Software dort schon aufgespielt werden kann. Warum machen Sie das nicht? Warum hören Sie nicht auch mal auf das, was wir in der Opposition an konstruktiven Beiträgen hier leisten, meine Damen und Herren? Und Sie haben heute etwas angesprochen, was mich wirklich verärgert. Sie haben die Gruppen angesprochen, die zu Recht jetzt verärgert sind und uns ansprechen. Warum schaffen wir es eigentlich bis heute immer noch nicht, diejenigen, die zu Hause gepflegt werden, zu impfen, meine Damen und Herren? Warum schaffen wir das bis heute noch nicht? Wie kann das sein, Herr Ministerpräsident? Warum sind erst jetzt, gestern, in manchen Landkreisen noch immer nicht die Daten von denjenigen, die zu Hause geimpft werden sollen, an die kommunale Ebene weitergegeben? Warum eigentlich nicht? Und das ist Ihre Verantwortung. Und ich kann es nicht nachvollziehen. Es kann nicht sein, dass wir keine Antwort darauf haben, wie die Menschen, die zu Hause gepflegt werden, geimpft werden, und zwar zeitnah. Man hat den Menschen erst gesetzlich gesagt, pflegt bitte lieber zu Hause vor stationär. Und jetzt sind die in einem großen Nachteil. Ich finde das wirklich unverantwortlich, und ich erwarte, dass es dafür auch schnelle und zeitnahe Antworten gibt, meine Damen und Herren. Warum gibt es in Hessen eigentlich keine Härtefallkommission für schwerstkranke Kinder oder für andere Härtefälle? Warum gibt es das nicht? Die gibt es doch. Ach, wo gibt es die denn auf einmal? Bei der Landesärztekammer. Ja, genau. Bei der Landesärztekammer. Sie gibt es seit 2 Wochen bei der Landesärztekammer. Und diejenigen Fälle, die in Landkreisen aufschlagen, werden beantwortet mit, ja, nicht wenden Sie sich doch bitte an die Härtefallkommission, sondern ja, wenn Sie ein schwerstkrankes Kind haben, dann ist die Antwort jetzt aktuell, nicht vor 3 Monaten, vor 3 Wochen. Die aktuelle Antwort ist dann, Sie können sich ja jetzt einen Termin organisieren. Einen Termin organisieren. Und das in diesem, ich kann Ihnen die E-Mails gerne weiterleiten, überhaupt kein Problem, können Sie sich dann gerne darum kümmern. Ich wäre jedenfalls froh im Sinne der Härtefälle, wenn das dann gelöst werden könnte. Meine Damen und Herren, so können Sie mit diesen schwersten Fällen nicht umgehen. Und ich frage mich in dieser Gesamtschau schon, was ist denn bei Ihnen in Hessen los? Wo ist bei dem Thema Impfen eigentlich der Sozialminister? Der Innenminister musste die Organisation der Terminvergabe übernehmen, steckt nun die Kritik dafür ein. Ist alles in schwierigen Fragen nicht eigentlich die Aufgabe eines Gesundheitsministers? Wo ist denn Kai Klose? Und nun zum flächendeckenden Testen, meine Damen und Herren. Wir können den Menschen nur dann ein sicheres Umfeld ermöglichen, wenn wir flächendeckend und regelmäßig mit den Schnelltests agieren. Das sollte die Voraussetzung für alle Öffnungsschritte sein, eigentlich. Was ist aber die Realität in Hessen für die Bürgerinnen und Bürger? Wohlgemerkt nicht im März 2020, sondern im März 2021, ein Jahr seit Beginn der Pandemie. Und ich glaube, nicht einmal Matthias Wagner würde sagen, dass schwarz-grüne Politik beim Thema Testen erfolgreich ist. Und ich finde, mein Kollege Matthias Wagner ist sonst ein echter Experte. Er kann jede schwarz-grüne Bruchbude als Luxushotel verkaufen, meine Damen und Herren. Applaus
Kommen Sie endlich in die Puschen, denn die Sicherheit für alle steigt, je mehr Menschen Zugang zu Corona-Tests haben. Deshalb muss eines klar sein. Testen darf keine Frage des Geldbeutels sein. Testen muss in der Pandemie endlich zu einer Selbstverständlichkeit, einem Allgemeingut werden, nicht irgendwann im April, wenn das sogenannte Corona-Kabinett diese Frage ausreichend hin und her bewogen hat, sondern jetzt gleich. Und da stimme ich dem grünen Bundestagsabgeordneten zu, Dr. Janosch Dahm, der gesagt hat, jetzt, hier und heute. Und da reicht es eben nicht aus, wenn man auf der Homepage des Sozialministeriums, ich habe es mir natürlich gleich angeguckt, Herr Ministerpräsident, die uns gemeldeten Teststellen in Hessen draufsetzt. Das sind dann überwiegend Apotheken, sondern dazu gehört eine Strategie, eine Umsetzung, wie es andere Bundesländer machen. Ich habe Sie vor 2,5 Wochen schon gefragt, warum machen Sie das nicht für die Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit einer Drogeriekette, die angeboten hat, Testzentren vor ihren Filialen zu eröffnen? Warum handeln Sie nicht in diesem Sinne, meine Damen und Herren? Ich glaube, dass wir mit Testen viel mehr erreichen könnten, viel mehr Öffnungen erreichen könnten, viel mehr Sicherheit für die Menschen in ihrem privaten Umfeld, wenn sie zu Verwandten gehen wollen. Und Verwandte ist ein gutes Beispiel. Ich möchte Ihnen einen Bereich nennen und mit ans Herz legen. Es gibt noch immer ganz viele Altenpflegeeinrichtungen in Hessen, die ein sehr rigides Besuchermanagement haben, sehr rigides Besuchermanagement. Die sagen, obwohl die Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sind, müssen natürlich, das ist auch okay, die Besucherinnen und Besucher einen Test machen, soweit in Ordnung, aber dann noch zu reglementieren, dass die getesteten Besucherinnen und Besucher nur einmal in der Woche eine Stunde ihre geimpften Angehörigen besuchen können, das ist doch nicht in Ordnung. Da habe ich wirklich die dringende Bitte, das zu ändern, wenn jemand getestet ist, mit Maske, Geimpfte besucht. Dann muss mehr möglich sein, meine Damen und Herren. Und da hätte ich mir wirklich mehr gewünscht in diesem Sinne. Wenn wir öffnen, muss die absolute Priorität aus unserer Sicht auf Schule und Kitas liegen. Wir müssen alles dafür aufbringen, Kitas und Schule zu den sichersten Orten der Republik zu machen und jedem Kind und jedem Jugendlichen den Zugang zur Bildung auch zu ermöglichen. Und auch an dieser Aufgabe ist die Landesregierung bislang gescheitert. Das muss man ganz klar hier festhalten. Und Herr Ministerpräsident, Sie haben den Fehler aus dem ersten Lockdown wiederholt. Sie haben alles Mögliche geöffnet, die Baumärkte, Friseure, körpernahe Dienstleistungen, dann erst die Schulen. Dann erst die Schulen. Das ist aus unserer Sicht eine falsche Prioritätensetzung. Bildung hat offensichtlich bei Ihnen keine Priorität. Und die Bildungspolitik finde ich in der Pandemie das Allerärgerlichste. Das Allerärgerlichste. Wir haben sehr frühzeitig in der Opposition den konstruktiven Vorschlag gemacht, Wechselunterricht an allen Schulen über alle Schulstufen einzuführen. Sehr frühzeitig. Warum haben wir das getan? Wir haben das getan, um Schulschließungen zu vermeiden. Und was haben Sie gesagt? Präsenz, Präsenz, Präsenz. Und was war das Ergebnis? Die Schulen mussten schließen. Das wäre vermeidbar gewesen, meine Damen und Herren. Und wir haben heute nochmals einen Antrag mit vorgelegt, die Stufen 7 bis 11 in den Wechselunterricht zu führen. Das machen Sie jetzt ab dieser Woche. Sie haben uns lange gesagt, das macht niemand. Das ist vor den Osterferien nicht mehr zu stemmen. Jetzt machen Sie es doch noch 2 Wochen vor Ostern, was wir ausdrücklich richtig finden. Aber, meine Damen und Herren und Herr Ministerpräsident, jetzt stellen Sie sich doch nicht hier hin und dann beschimpfen Sie jetzt die Lehrerinnen und Lehrer. Haben Sie vorhin getan. Sie haben gesagt, Sie verstehen das nicht. Jetzt öffnen Sie endlich, gehen in den Wechselunterricht und werden beschimpft. Nein, zitieren Sie genau die Verbände. Die Verbände. Ah, die Verbände. Lehrern habe ich allergrößten Respekt. Da bin ich froh, dass Sie das sagen. Also, Sie beschimpfen hier die Verbände. Warum denn? Herr Ministerpräsident, ich will Ihnen mal sagen, was Sie kolossal falsch machen. Sie hören überhaupt nicht zu, wenn die Schulen etwas sagen. Und das ist etwas Grundfalsches, was sich in diesem Bundesland wieder ändern muss.
Warum nämlich jetzt kritisiert wird, dass ein Wechselunterricht gegeben wird, ist, weil Sie sehr präzise Vorgaben machen, wie das zu geschehen hat, statt den Schulen die Freiheiten einzuräumen, die sie an dieser Stelle brauchen, meine Damen und Herren. Und das ist das Gebot der Stunde. Geben Sie die Möglichkeit, den Schulen zu entscheiden, wie sie den Wechselunterricht organisieren. Das können die übrigens viel besser als irgendjemand hier von uns. Und diese Freiheit sollten Sie den Schulen geben. Und es ist keine Frage des Geldes. Sie haben vollkommen recht, Geld ist dort im Moment ziemlich viel vorhanden. Aber es kann kaum umgesetzt werden. Aber Sie nehmen die billige Nummer mit, Frankfurt zu beschimpfen. Das machen Sie am liebsten, deswegen machen Sie das auch am Donnerstag. Was ich wirklich absurd finde, weil das wirklich ganz kleines politisches Karo ist. Es liegt, finde ich, ist einem Ministerpräsidenten eigentlich nicht würdig. Ja? Ist einem Ministerpräsidenten eigentlich nicht würdig. Stattdessen, ja, gehen Sie nämlich nicht hin, das zu verwirklichen, was jetzt an den Schulen wirklich gebraucht wird. Unbürokratisches Handeln, das will ich mal sagen, weil an vielen Schulen es gar nicht möglich ist, diese Luftfilter zu kaufen, weil manche bürokratischen Vorschriften dazwischen stehen. Ich kenne Fälle aus Hessen, da ist schon vor Monaten das eingefordert worden, da wollte man das umsetzen, das ging alles gar nicht. Insofern finde ich das wirklich sehr, sehr schwierig. Und was ich sehr wichtig finde dieser Tage, ist mal zu fragen, wie geht es den Kindern und Jugendlichen eigentlich in diesen Stunden? Aus Sicht der Psychologen leider alles andere als gut. Der HR hat eine Umfrage gemacht, die ich toll finde. Da haben sich 7.000 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Das ist schon eine ganze Menge für eine Umfrage. Ich will mal einen kleinen Ausschnitt daraus zitieren. Corona ist anstrengend, sagen Charlotte, Ida und Olli aus Frankfurt. Kontaktbeschränkung und Homeschooling bedeutet keine Freunde treffen, keine Jungs und keine Distanz zu Eltern. Nur 2 Schritte vom Bett zum Schreibtisch. Der Online-Unterricht läuft, doch es reicht ihnen nicht. Die 14- und 15-Jährigen sind hin- und hergerissen zwischen Verantwortung und Abgrenzung. Alles ist verboten, aber es ist aufregend, Verbote zu umgehen. Annika im Stresstest. Annika ist mit den Nerven ziemlich am Ende und sie ist sauer. Um ihre Noten zu halten, sitzt sie jetzt noch länger am Schreibtisch als vor der Pandemie. Mein Leben besteht nur noch aus Schule. Trotz der Schufterei hat die 16-jährige Schülerin des Justus-Liebig-Gymnasiums in Darmstadt immer mehr Angst, den Anschluss zu verlieren, vor allen Dingen in Mathe. Ich kann nicht mehr, sagt sie. Wird Annika dem Druck standhalten? Und was nimmt sie aus dieser Krise für ihr Leben mit? Deshalb, meine Damen und Herren, deshalb ist es so wichtig, mit einem stabilen Wechselunterricht dafür zu sorgen, dass die Zahlen nicht mehr nach oben gehen. Und was auch dazu beitragen würde, dass die Zahlen nicht nach oben gehen, ist eine Teststrategie in den Einrichtungen. Das ist das Wesentliche. In den Einrichtungen der Schule und Kindertagesstätte brauchen wir eine nachhaltige und gute Teststrategie. Und da ist der Sozialminister gefragt, lassen Sie die Kinder nicht alleine. Und heute haben ja die Erzieherinnen und Erzieher eine Petition übergeben, wo 28.000 Erzieherinnen und Erzieher unterzeichnet haben. 28.000 Menschen haben diese Petition unterzeichnet. Warum? Weil die Erzieherinnen und Erzieher sich alleine gelassen fühlen. Sie brauchen eine echte Teststrategie in den Einrichtungen. Heute haben Sie zum ersten Mal gesagt, dass diese Tests in den Einrichtungen stattfinden sollen. Das fordern wir schon seit Monaten, dass Tests in den Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden und zweimal die Woche. Das haben diejenigen, die dort arbeiten, mehr als verdient. Helfen Sie denen endlich, dass sie sicher arbeiten können. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Das mache ich, Herr Präsident. Ich komme langsam zum Schluss. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Eigeninitiative dieser Landesregierung geht, dass Sie Ihrer Verantwortung nachkommen, auch im Wirtschaftsbereich. Probieren Sie mal was aus, seien Sie mutig, seien Sie innovativ, schieben Sie die Schuld nicht immer nur auf andere. Bitte hören Sie damit auf, die Schuld immer nur anderen zu geben. Hören Sie auch mal zu. Wir meinen es nicht immer nur böse mit Ihnen, sondern wir machen sehr konstruktive Vorschläge. Hören Sie uns zu. Und, meine Damen und Herren, wir wollen uns nicht an die neue Normalität gewöhnen. Wir müssen alles dafür tun, diese Pandemie zu überwinden. Durch Tests, durch Impfungen und durch eine Politik, die nicht Probleme wälzt, sondern sie löst, damit Hessen das bleiben kann, was es ist. Ein starkes Land mit starken Menschen,
die Tag für Tag dafür beitragen, dass wir ein solidarisches Bundesland haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner ist der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Frau Kollegin Faeser! Ihre Rede könnte so von Oppositionspolitikerinnen und Oppositionspolitikern im Deutschen Bundestag und in jedem hessischen Landtag gehalten werden. Und wissen Sie was? Ich glaube, sie wird auch genau so gehalten. Ich glaube mit Sicherheit, dass im Niedersächsischen Landtag meine Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN-Fraktion eine ähnliche Rede halten wie Sie. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Rheinland-Pfalz die Kolleginnen und Kollegen der CDU auch eine ähnliche Rede halten, wenn die Ministerpräsidenten von der SPD gestellt werden. Ich glaube, das wird ziemlich ähnlich sein, Frau Kollegin Faeser. Ich werfe Ihnen das ausdrücklich nicht vor. Es ist Aufgabe der Opposition, die Dinge immer kritisch zu sehen, auf reale Fehlentwicklungen aus ihrer Sicht oder auf erfundene Fehlentwicklungen hinzuweisen. Die spannende Frage bei einem so ernsten Thema wie der Pandemiebekämpfung ist doch aber die, wo wird denn in Bundesländern, wo die Sozialdemokratie in Verantwortung ist, wo die Linken in Verantwortung sind, gibt es ja auch in Thüringen, wo die FDP in Verantwortung ist, wo die Grünen in Verantwortung sind. Wo wird denn real etwas anderes gemacht? Weil das ist, Frau Kollegin Faeser, der Gradmesser und die Unterscheidung zwischen dem, was man hier einfach mal so erzählt und was tatsächlich in der Realität dann auch von den eigenen Leuten umgesetzt wird. Das ist der entscheidende Gradmesser, Frau Kollegin Faeser. Und es ist auch ein Hinweis darauf, ob man einfach etwas erzählt, ob man Fragen in den Raum stellt oder ob es reale Lösungen gibt. Und nichts von dem, was Sie hier einfordern, wird dort, wo Sie in Regierungsverantwortung sind, anders gemacht als hier in Hessen. Nichts, einfach nichts, Frau Kollegin Faeser. Und das hat einen guten Grund. Diese Pandemiebekämpfung ist nämlich schwierig. Sie ist kompliziert. Sie stellt uns jeden Tag vor neue Herausforderungen. Sie stellt uns jeden Tag vor neue Abwägungen. Und teilweise gibt es die beste Lösung nicht. Teilweise muss man abwägen zwischen zwei nicht ganz so guten Lösungen. Und das müssen alle Regierungen tun, und das tun auch alle Regierungen. Sie können also die Rede hier so halten, wie Sie sie gehalten haben. Sie sind nicht allein. Es werden andere Oppositionspolitikerinnen und Politiker auch tun. Aber ich glaube, es verstellt den Blick auf das, was sich geändert hat in den vergangenen Wochen. In den vergangenen Wochen hat sich geändert, dass wir erstmals seit Beginn der Pandemie alle Instrumente in der Hand halten, um diesen Virus in den Griff zu bekommen. Wir haben erstmals alle Instrumente in der Hand. Ich erwähne als Erstes das Instrument, das wir immer schon hatten, die Abstands- und Hygieneregeln. Dieses Instrument ist weiter wirksam. Ich erwähne als Zweites die jetzt endlich massenhaft verfügbaren Selbsttests und Schnelltests, erstmals massenhaft verfügbar. Und zum Dritten erwähne ich natürlich die Verfügbarkeit des Impfstoffes, der auch in den nächsten Wochen massenhaft zur Verfügung stehen wird. Und wenn man das so macht wie Sie, Frau Faeser, dann verliert man den Blick darauf, dass wir alle Elemente jetzt erstmals in der Hand haben
und dass die spannende Frage jetzt ist, wie wir möglichst schnell alle diese Elemente so zusammenfügen, dass es ein wirksames Konzept zum Schutz vor diesem Virus wird. Alle Faktoren sind vorhanden, und alle Landesregierungen arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, diese Faktoren zusammenzubringen. Ach, lassen Sie es doch einfach weg. Sie wissen doch, dass es nicht stimmt. Wir alle sind ungeduldig. Wir alle. Herr Landrat, Herr Zukünftiger. Herr zukünftiger Landrat, Glückwunsch zu Ihrem Wahlerfolg. Ich bin mir sehr sicher, in 7 Monaten werden Sie auch ganz anders reden, als Sie es hier gerade im Hessischen Landtag tun. Wir alle sind ungeduldig. Wir alle wünschen uns natürlich unser früheres Leben zurück. Der Leidensdruck ist immens in den Familien, bei den jungen Menschen, in der Wirtschaft, bei den Kulturschaffenden, bei den Gastronomen, bei den Hoteliers. Da geht es teilweise um ganz schwierige Situationen in der Familie, wo Homeschooling vereinbart werden muss mit Homeoffice, was eigentlich natürlich überhaupt nicht vereinbar ist. Es sind ganz schwierige Situationen für Eigentümer, für familiengeführte Unternehmen, teilweise in zweiter und dritter Generation, wo es sehr konkret um die Existenz geht, wo sich die Menschen fragen, wie geht das weiter? Kann ich meinen Betrieb, kann ich mein Lebenswerk aufrechterhalten? Das sind all die Fragen, die die Menschen ungeduldig machen, die die Menschen quälen und wo wir uns alle erhoffen, dass wir zu mehr Normalität zurückkehren können und wo wir vor allem, solange diese Pandemie noch nicht unter Kontrolle ist, alles dafür tun müssen, diese Menschen, diese Branchen bestmöglich zu unterstützen, damit sie durch diese Pandemie kommen. Auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, ist die Bedrohung durch das Virus leider immer noch real. Sie ist leider immer noch real. Und die Aufgabe, die wir uns alle gemeinsam seit Beginn dieser Pandemie gestellt haben, ist, dass wir schwere und schwerste Krankheitsverläufe oder sogar Todesfälle durch die Pandemie nach Möglichkeit vermeiden. Und diese Aufgabe stellt sich immer noch. Insbesondere die älteren Menschen, die über 70-Jährigen, die über 80-Jährigen oder die noch älteren, insbesondere die Menschen mit Vorerkrankungen, die haben weiterhin unseren Schutz und unsere Solidarität verdient. Und deshalb müssen wir weiter vorsichtig sein, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir diese Abwägung treffen zwischen dem Wunsch nach mehr Freiheit, dem Wunsch nach mehr Normalität und des weiterhin erforderlichen Schutzes für die Menschen, die durch dieses Virus besonders bedroht sind. Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren. Wir haben alle Instrumente in der Hand. Sie werden sich in den kommenden Wochen so zusammenfügen, dass wieder mehr Freiheit möglich ist. Aber was wir jetzt nicht machen dürfen, ist die Nerven verlieren. Wir dürfen jetzt nicht in überstürzte Lockerungen gehen, weil überstürzte Lockerungen hätten zur Folge, dass wir eine drastische dritte Welle bekommen. Ob wir die dritte Welle überhaupt noch abwenden können, weiß ich nicht, aber wir würden dann eine drastische dritte Welle bekommen. Und eine dritte Welle würde bedeuten, dass nichts, aber auch gar nichts gewonnen ist für individuelle Freiheit, nichts, aber auch gar nichts gewonnen ist für die Wirtschaft und nichts, aber auch gar nichts gewonnen ist für die Gesellschaft insgesamt. Und deshalb müssen wir vorsichtig bleiben, meine Damen und Herren. Wer heute hier sagt, durch schnelle Lockerungen kommen wir schneller zu mehr Normalität, kommen wir schneller zu mehr Freiheiten, der täuscht sich. Denn ein solcher Kurs würde bedeuten, dass es länger dauert, bis wir die Pandemie unter Kontrolle haben. Es würde also das genaue Gegenteil eintreten von dem,
was diejenigen, die sich für schnelle, für überstürzte Öffnungen einsetzen, hier vortragen. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich hoffe, dass wir jetzt, nachdem die Wahlkämpfe der letzten Wochen vorbei sind, wieder zu ein bisschen einer sachlicheren Debatte über die Pandemiebekämpfung zurückkehren können. In meiner Wahrnehmung haben die Wahlkämpfe der letzten Wochen diesem Thema nicht gut getan. Sie haben ihm nicht gut getan, weil das Virus sich von Wahlterminen oder kraftmeierischen Äußerungen eben nicht beeindrucken lässt. Es macht doch keinen Sinn, meine Damen und Herren, wenn wir wenige Tage vor der Wahl in Rheinland-Pfalz die Geschäfte öffnen, Frau Kollegin Wissler. Wir haben Click and Meet in Hessen gemacht und in lassen Sie mich doch ausreden. Und in Rheinland, ja, ich kann, bin durchaus. Ach, lassen wir es, Herr Reck. Lassen wir es. Es macht keinen Sinn, die Läden in Mainz wenige Tage vor der Landtagswahl aufzumachen, um sie jetzt wenige Tage nach der Landtagswahl in Mainz wieder zumachen zu müssen. Das macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, sich als Kultusministerin von Baden-Württemberg darüber profilieren zu wollen, indem man sich mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg glaubt, einen Wettbewerb um die schnellste Schulöffnung liefern zu müssen. Es macht für die Pandemiebekämpfung keinen Sinn, und es war im Übrigen auch sonst von keinem Erfolg gekrönt. Und es macht auch keinen Sinn, dass man im Wahlkampf beliebig die Daten, die Faktengrundlage zur Pandemiebekämpfung infrage stellt, weil das, meine Damen und Herren, trägt zu einem mit Sicherheit nicht bei zur Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung. Vor allem aber haben die letzten Wochen und die Wahlkampfauseinandersetzungen dazu geführt, dass aus dem Blick geraten ist, dass die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gemeinsam mit der Bundeskanzlerin auf ihrer letzten Konferenz, wie ich finde, erneut sehr verantwortliche Beschlüsse gefasst haben und sehr sinnvolle Beschlüsse gefasst haben. Und ich bin ausdrücklich dieser Runde und der Bundeskanzlerin dankbar, dass sie die Nerven behalten hat in dieser schwierigen Situation. Und entgegen dem Eindruck, der jetzt teilweise in den Wahlkämpfen erweckt wurde, gibt es doch einen Plan der Ministerpräsidentenkonferenz für Öffnung. Es gibt doch einen Plan der Ministerpräsidenten zum Impfen. Es gibt doch einen Plan zur Testung. All das haben die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Bundeskanzlerin doch beschlossen. Und das ist in den vergangenen Wochen aus dem Blick geraten, und ich hoffe sehr, dass es wieder in den Blick gerät. Und ich finde es teilweise auch merkwürdig, wenn einzelne Ministerpräsidenten nur Stunden nach der Ministerpräsidentenkonferenz sagen, dass sie das alles dann doch nicht so gemeint haben, es aber dann trotzdem alle wieder so machen. Ich hoffe, dass diese Form der Auseinandersetzung jetzt nicht so fortgesetzt wird. Und ich füge hinzu, gerade weil die Ministerpräsidenten das doch alle gemeinsam beschließen, unabhängig davon, welcher Partei sie angehören, finde ich manche Debatte hier im Landtag und manche schrill vorgetragene Kritik auch etwas skurril, weil wir doch alle gemeinsam diese Form der Pandemiebekämpfung verantworten. Es gibt den Plan für Öffnungen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat gesagt, wenn wir eine stabile Entwicklung der Inzidenz zwischen 50 und 100 haben, sind alle 14 Tage Öffnungsschritte möglich. Wenn wir eine Inzidenz unter 50 haben, sind sogar weitreichendere Öffnungsschritte möglich. Das alles ist detailliert
nachzulesen. Es gibt einen detaillierten Plan für alle Branchen. Und die Ministerpräsidenten und Präsidenten haben weiter gesagt, es gibt aber auch eine Grenze, ab der wir weitere Öffnungen nicht für verantwortbar halten und wo wir vielleicht auch darüber nachdenken müssen, bereits ergriffene Öffnungen wieder zurückzunehmen. Und das ist der Inzidenzwert von 100. Es gibt diesen Plan. Es gibt ihn. Und er hat es verdient, auch wieder stärker in die Öffentlichkeit zu geraten. Was dieser Plan nicht leisten kann, und meine Damen und Herren, übrigens kein Plan zur Bekämpfung der Pandemie leisten kann, ist Garantien zu geben. Keiner von uns kann die Garantie geben, was am 22. März, was am 29. März, was am 1. April passiert, weil wir alle davon abhängig sind, zu betrachten, wie sich das Virus weiter ausbreitet und alle davon abhängig sind, zu betrachten, wie die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung ist. Garantien kann keiner geben. Aber es soll bitte auch keiner behaupten, es gebe keinen perspektivischen Plan, wie wir zu mehr Freiheit in unserem Land wieder kommen. Es gibt einen Plan zum Impfen. Und auch das ist in der etwas belebten, um es vorsichtig zu sagen, Debatte der letzten Wochen untergegangen. Und was wir jetzt über AstraZeneca gehört haben, ist ein herber Rückschlag für diesen Plan beim Impfen. Und auch hier können wir uns jetzt wieder entscheiden, führen wir eine Debatte, die Schuldzuweisungen macht, oder sagen wir, ist es nicht eigentlich gut, dass wir in einem Land leben, wo die Nebenwirkungen von Impfstoffen regelmäßig überprüft ist, wo es unabhängige Institute gibt, die sagen, wir setzen das jetzt zum Schutz der Bevölkerung vorläufig aus, weil wir uns noch nicht sicher sind, wie gravierend diese Nebenwirkungen sind. Begreifen wir das als ein Teil eines funktionierenden Gesundheitssystems oder machen wir da wieder lebhafte und muntere Debatten drüber? Ich finde, was wir gerade erleben, ist ein sehr verantwortliches Handeln. Es wirft uns beim Impfen zurück. Aber es folgt der Strategie, dass der Gesundheitsschutz der Bevölkerung in dieser Pandemie oberste Priorität hat. Ich finde, das ist kein Gegenstand, um sich aufzuregen, sondern es ist ein Gegenstand, zu sagen, es funktioniert im Großen und Ganzen in unserem Land doch eigentlich recht gut, meine Damen und Herren. Wir können eine aufgeregte Scheindebatte über die Einbeziehung der Ärztinnen und Ärzte beim Impfen treffen. Ja, wer stellt das denn in Frage? Niemand. Die Impfstrategie der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sieht das ausdrücklich vor, weil für den Moment, wenn wir genug Impfstoff haben, das bisherige System der Impfzentren an seine Grenzen kommt. Niemand stellt das in Frage. Es ist völlig klar, dass die Ärztinnen und Ärzte ins Impfen einbezogen werden, wenn wir den Impfstoff haben. Aber das, meine Damen und Herren, ist doch auch wieder eine Banalität. Darüber muss man doch keinen politischen Streit führen, sondern das ist schlicht und ergreifend eine Selbstverständlichkeit in allen 16 Bundesländern. Es gibt eine Teststrategie in allen 16 Bundesländern. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und die Bundeskanzlerin haben gesagt, alle Bürgerinnen und Bürger können sich einmal die Woche kostenlos testen lassen. Und jetzt können wir hier wieder darüber streiten, ob das 3 Tage früher oder 3 Tage später gelingt. Es wird gelingen und es funktioniert und die Infrastruktur in Hessen ist aufgebaut. Und jeden Tag kommen weitere Einrichtungen hinzu, bei denen man sich testen kann, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger kostenlos und unbürokratisch Sicherheit verschaffen können darüber, ob sie infektiös sind oder nicht, Sicherheit verschaffen können für die Begegnung mit ihren Liebsten, mit ihren Angehörigen. Jetzt kann man über die 3 Tage früher oder später streiten, oder man kann sagen, es ist ein ganz wesentlicher Fortschritt für die Pandemiebekämpfung und für die Sicherheit der Bevölkerung, meine Damen und Herren.
Und diese Elemente, die ich Ihnen beschrieben habe, die werden in den kommenden Wochen ineinandergreifen, und sie werden dann es uns ermöglichen, deutlich mehr Freiheiten wieder zu leben. Und wenn diese Elemente ineinandergreifen, wenn es uns gelungen ist, über Impfen die älteren Menschen in unserer Gesellschaft, die vorerkrankten Menschen in unserer Gesellschaft, also die besonders Gefährdeten in unserer Gesellschaft, vor dem Virus zu schützen, dann ist der Inzidenzwert auch nicht mehr der allein ausschlaggebende Wert. Weil warum orientieren wir uns im Moment an dem Inzidenzwert? Weil es der Gradmesser für die Gefährdung der besonders empfindlichen Bevölkerungsgruppen ist. Ja, Herr Rock, Sie können ja gleich. Der Inzidenzwert ist im Moment der Gradmesser für die Gefährdung. Wenn es uns aber gelingt, die besonders Gefährdeten zu impfen, sie also vor dem Virus zu schützen, dann können auch weitere Kriterien in die Betrachtung und müssen auch weitere Kriterien in die Betrachtung einbezogen werden. Aber, meine Damen und Herren, ich sage auch erst dann, weil die besonders Gefährdeten haben bis dahin unser aller Solidarität weiter verdient. Wir sind in der entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Wir können das Virus unter Kontrolle bekommen. Wir müssen dafür alle die Nerven behalten, so schwer es auch fällt. Und lassen Sie uns vielleicht alle in den Debatten über das Thema auf das Wesentliche konzentrieren, auf das Licht am Ende des Tunnels, das da ist, auf die Lösung des Problems statt auf die Betonung der Probleme. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner.